Komm her. So, markieren. Markieren. Habe ich noch extra Munition für irgendwas? Betäubungspfeile, Elektropistole. Ja, meine 9mm und die dürfte doch verdammt heftig wirken. Aber ich habe jetzt die größte Munition hiervon, also nehmen wir die erstmal. Na komm her! Ja, die Augmentierung macht Sinn. Hast du auch einen zweiten Feuermodus, Kleines? Die Augmentierung macht Sinn! Woohoo! Na komm, na komm! Ja, toll. Ich kann überhaupt nichts gegen diesen scheiß Strom machen. Obwohl, der killt mich nicht. Der killt mich gar nicht. Ich muss nur gucken, dass ich sie so lange auf Abstand halte, wie sie ihre Elektro-Scheiße macht. Was? Wenn ich auf 9 Lebensenergie bin, soll ich sie angreifen? Hast du einen Vollknall, Alte? Schrotpatronen, Schrotpatronen, Cybus-Energie, Riegel, Sturmgewehr, Munition. Na toll, Munition. Was bringt die mir? Revolver, Revolver. Wow. Die schießt doch nicht auf mich, oder? Na komm, ich weiß, wo du bist. Das ist mal ein interessanter Kampf, das muss ich zugeben. Sie darf das Ding nicht in die Luft jagen. Solange ich nicht auf 100% live bin, ist das tödlich für mich. Adam, laufen Sie. Ja, dabei. Selbst ich verstehe, dass ein Kind hassen. Ja, toll, jetzt sterbe ich. Ey, das ist so ein Scheiß. Wenn ich das Elektroding in die Luft jage, bin ich so gut wie gegrillt. Mann. Es muss doch eine Alternativstrategie gegen die Tusse geben. Komm, ich will sie markieren zum Teufel. So. Jetzt machen wir denselben Trick nochmal und ziehen dann voll drauf. Sie gibt erst auf, wenn einer von ihnen tot ist. Scheiße, daneben. Ich seh dich, Alter, das kannst du knicken mit dem Weglaufen. Scheiße, die Reichweite von dieser Popelpistole ist so mickrig. Jetzt kommt sie, jetzt kommt sie. Komm. Ja, die Reichweite von dieser Pistole ist ein Witz. So. Und vor allem, dass ich jedes Mal nachladen muss, ist genauso ein Witz, ey. So, jetzt wo sie still steht, rüsten wir das Ding hier aus. Ja. Ich weiß, es war jetzt ein Scheißzug, weil sie mal rangekommen ist, aber bitte. Nein, du killst mich nicht. Nein. Und ich weiß genau, wo du bist. Eliza, du bist überhaupt nicht hilfreich gerade, das weißt du, ne? Na, was machst du jetzt? Ich probiere mal was anderes. Da kommt sie. Da kommt sie, okay. Komm. Ich weiß, was du machst. So. Vergiss es, so kriegst du mich nicht. Na, oh, dieses Ausrüsten dauert so ewig lange. Komm. Jetzt aber. Ja, genau so habe ich mir das nämlich vorgestellt. Jetzt macht das Ganze doch mal gleich ein bisschen mehr Spaß.
Scheiße. Und sie hat noch nicht mal schlechte Knarre dabei. Das ist auch ein Problem. Ja, soll sie ruhig kommen. Das ist nicht mal das größte Problem, wenn sie meint, sie muss auf mich zulaufen. Das größte Problem ist, ja. Das größte Problem ist, wenn ich die Waffe wechseln muss. Das dauert ewig. Ihre Vitalzeichen werden schwächer. Werden Sie sie retten? Was? Ich denke darüber nach. Beantworten Sie jetzt meine Fragen? Ich kann Ihnen nicht sagen, wohin Reed und die anderen gebracht wurden. Sie sind vom globalen Raster verschwunden, als der Doktor ihre GPL-Implantate entfernt hatte. Welcher Doktor? Ihr Sandoval, warum rufen Sie mich hier an? Ich kenne den Kerl. Das ist Bill Taggarts Berater. Er war Unfallchirurg, bevor er ein Anti-Augmentierungsaktivist wurde. Wollen Sie noch mehr hören? Ja. Es gab eine Planänderung. Serifs Team darf die Anhörung nicht erreichen. Aber das ist zu bald. Wenn ich die GPLs entfernen soll, brauche ich einen voll ausgestatteten OP. Gibt es hier einen? Ja, laut Barrett schon. FEMA. Dort haben sie hingebracht. Aber warum? Wieso haben sie sie überhaupt entführt? Das müssen Sie einen alten Bekannten fragen. David Serif. Serif. Ich habe die Audiodatei auf ein mobiles Wiedergabegerät kopiert. Nehmen Sie es und verschwinden Sie. Lass sie liegen. Ich habe noch mehr Fragen. Und ich habe Ihnen schon zu viel gesagt. Dieser Gang führt Sie direkt zu Ihrem Gefährten. Aber passen Sie auf, Adam. Sie sind von Lügen umgeben. Ah, danke. Das weiß ich schon länger. Ach, du heilige Scheiße. Ja, die sieht ziemlich tot aus, würde ich sagen. 1300 Credits. Heiliges Monokel. Nicht übel, nicht übel. Ach, die hatte mal gleich zwei Maschinenpistolen. Eine für jede Hand. Na, das erklärt einiges in Sachen Schaden. Typhoon-Munition natürlich noch. Maschinenpistole, Schrotpatronen. Aber ich habe keine Schrotflinte. Aber da liegt dafür eine. Moment, hab ich überhaupt benutzt? Ja, doch, ich kann ein ganz bisschen nachladen. Ist es ganz einfach so, da die Waffen ja am meisten wert sind und nicht die Munition, lasse ich die hier wieder fallen und gucke, dass ich noch irgendeine Knarre mit einpacke. Maschinenpistole. Nimmt er die Munition mit statt der Waffe? Nee. Dann müssen wir es anders machen. Dann muss ich die Schrotflinte irgendwie einpacken. Hier, das Paket schmeißen wir weg. Benutzen wir. Das andere schmeißen wir weg. Und dann... Ach, wie viel Platz braucht das Scheißteil denn? Wie viel Platz braucht so ein popeliges Bullshit-Dings? 10mm Patronen habe ich gebraucht dieses Mal. Schmeißen wir mal ein paar Elektroschock-Pfeile weg, würde ich sagen. So, und jetzt müsste mein Inventar rappevoll sein. Ja, hier. Wo ist er denn? Da, Schrotflinte. Passt. Kriege ich hier noch Munition für das gute Stück her irgendwo? MP-Munition, Standardgewehr-Munition, Schrotflinte. Nein, Schrotflinte kann ich ja so nicht nachladen. Das hier. Mehr Munition, pro Energiedose, Sturmgewehr. Exit. Okay, Exit, ich glaub dir mal. Der Kampf ist interessant gewesen, ich geb's gerne zu, aber ohne die Möglichkeit, sich selbst gegenzuheilen, gegen diese Stromstöße auf dem Boden, wenn sie mal was in die Luft jagt, das ist... unfair. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, sich selbst zu heilen. Kann sein, aber so war das nicht gerade angenehm für mich. Bisschen tüftelig. Aber die diese Markieren und Verfolgen-Augmentierung, hallo, die war ja mal übelst hilfreich gegen die Tusse. Damit hätte ich gar nicht gerechnet, dass das funktioniert. Ich dachte, die Markierung verschwindet jedes Mal, wenn sie sich unsichtbar macht.
Jensen? Eliza Kassan hat mich gerade kontaktiert und gesagt, ich soll sie hier treffen. Bereit zum Abflug? Auf jeden Fall, bloß weg hier. Ja, bringen Sie uns nach Hause, Malik. Na, endlich. Du sprichst mir aus der Seele, endlich weg hier. Heide Witzka, wenn der erste Boss schon so lustig war und der Boss jetzt gerade war so lustig, wie sieht denn der nächste Boss aus? Ach du heilige Scheiße. Ja, erstmal wird David dafür bluten dürfen, dafür, dass er uns die ganze Zeit verarscht hat. Ich sehe schon, da kommt wieder irgendeine komische Diplomatieoption auf mich zu, wo ich auf ihn einwirken darf. Obwohl meine Fäuste gerade lieber wirken würden als meine Zunge. Malik, flieg und sieg! Hui! What the... Ach du Heiliger! Ich würde mal sagen, Detroit hat jetzt inzwischen ein paar mehr Sicherheitskräfte auf der Straße. Jensen, ich kann an der Zentrale nicht landen. Da tobt ein Aufstand. Der Boss sagt, ich soll sie bei ihrem Apartment absetzen. Ich könnte eine Dusche vertragen. Sie müssen sich beeilen. Er ist schon unterwegs zu Ihnen. Ah, werde ich ja direkt vor der Tür abgesetzt. Das ist mal Service. Ob Seraph jetzt das schon hatte kommen sehen oder... Oder, naja, ob jetzt wieder irgendwo Propaganda eingeschlagen ist, die diesen Mob da zusammengetrommelt hat. Ja, und da fliegt es anscheinend wieder weg. In meiner Wohnung mit Seraph treffen. Ich sehe mich nur kurz hier auf der Plattform mal um. Ach, gibt natürlich direkt eine Wand zum Einschlagen. Okay. Warum nicht? Wände einschlagen macht doch immer wieder Spaß. Alles durchsuchen nach sinnvollen Sachen, pro Energieriegel. Ich habe gar keinen Platz mehr für irgendwas. Ich bin ratzevoll. Na gut, dann untersuchen wir hier noch ein bisschen die Umgebung. Entschuldigt, musste niesen. Da geht's runter. Hui! Mit der Faust gelandet, so wie es immer sein muss. Für 615 Credits, ne? Immerhin. Den Reisenbonus habe ich auch noch bekommen, aber ansonsten ist hier wohl nix mehr. Na gut. Das bedeutet jetzt aber auch, wo ich, naja, herausgefunden habe, dass diese Markierungsaugmentierung minimal effektiv ist. Zumindest in dieser Dreierstufe werde ich es auf jeden Fall behalten. Aber noch weiter ausbauen werde ich sie mal nicht. Dafür werde ich jetzt wieder... O für Augmentierung, was auch immer O bedeuten soll. Also die Stufen hier werde ich nicht mehr ausbauen, mit 5 und 7 Ziele markieren. Das, denke ich, ist nicht sinnvoll. 5 Praxispunkte. Heilige Leute. Na gut. Schneller sprinten. Unsichtbarkeit haben wir schon auf Maximum. Dann nehmen wir nochmal einmal die Dermalpanzerung auf Maximum, würde ich sagen. Ist ja nur ein Punkt wert. Und in der Zwischenzeit, bis wir uns mit Sarah treffen, werde ich mir überlegen, wo ich die nächsten 4 Punkte reinstecken werde, Leute. Bis dahin sage ich Tschüss und gute Nacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye!